Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 der nordfriesischen Marsch Vierfach Map Version 1.4 ohne Gräben. Was mache ich jetzt? Ich kaufe mir eine neue Ultima. Let's Rollen nachfüllen. Automatisch, Kauf. Geld haben wir genug. Und wir machen noch was. Einmal gucken wir, was es denn hier an Wanderangeboten vielleicht gerade gibt. Kotel Garant. Sollten wir uns noch einen kaufen? Nur für Milch? 30.000 Liter ist ja auch nicht so viel. Ne? Okay, und den behalten. Ne, das brauchen wir nicht, aber brauchen wir so einen schönen Traktor. So, ich kaufe jetzt mal einen Traktor, den ich dann später eher vorzugsweise auf dem Rinderhof unten einsetzen werde. Und ich werde mir einen Case kaufen. Ich weiß noch nicht welchen. Ja, den brauche ich nicht. Den erst recht nicht. Ja, was ist denn mit dem Puma? Den kann man, der sieht doch ganz gut aus. Der hier. Frontladeranbau, ja, kann man mal machen, vorsichtshalber. 230. Breitreifen. Kaufen wir uns mal einen Case. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch dahin. Hier einmal reingucken, wie der von drinnen aussieht. Ja, okay. Nicht so besonders. Aber, hey. Will mich nicht aufregen. Hey, es steckt schon wieder einer im Verkehr. Es macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. So, ich habe entschlossen, dass ich nur noch Rundballen produzieren werde. Einfach weil die Rundballenlager, die es ja jetzt gibt, als Plugin sozusagen, doch recht cool sind. So, das Hub brauche ich nicht. Ballenpresse einschalten, kann man ja schon mal machen. Ballen wickeln aus. Ballengröße 1,50. So. Und jetzt fahren wir einfach mal mit meinem Case hier runter und fangen hier an zu pressen. Beziehungsweise lassen Cosplay das Pressen erledigen. Aber wir werden so viel Strohballen produzieren, dass wir sowieso gar nicht nachkommen werden. Das wird schon heftig werden. Ja, und ich habe meinen ersten Case gekauft. Natürlich auch das Pickup senken. Natürlich auch klar. Sonst passiert hier gar nichts. So, dann wollen wir mal gucken. Feld 2 ist das, richtig? Dreschen. Feldarbeit.
Wo fängt das an? Da unten? Ja, alles gut. Abfahrer einstellen. Jo! Wieder für gemacht. Um ein kleines Fotochen zu machen. So, TGS Landeier, durchdrehende Reifen. Ja. Das klingt ja auch nicht schön hier. Achso, ich wollte eigentlich ja mal gucken. Was ist denn... Ne, habe ich schon geguckt, ne? Was es hier für Optionen gibt. So, und er steht hier wieder im Weg. Wie wir es nicht anders kennen. Boah, ey. Leute. Also Cosplay macht einem die Arbeit nicht unbedingt viel leichter im Moment. Muss ich ja mal so sagen, ne? Muss ich ja so sagen. So, wo hat der Landei jetzt durchdrehende Reifen? Als da so durch war. Naja, Hauptsache wir kriegen da erstmal was rein. So. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? So, erstmal. Abfahrer hier entlassen. Und dann müssen wir mal gucken. Wo müssen wir denn noch ernten? Feld 5, 6, 7. Ja, da kann ich ja. Weil ich meine. Feld 2 ist fertig, Feld 20 ist fertig, Feld 1 ist fertig, Feld 33 machen wir, Feld 4 machen wir, 8 ist fertig, 9. Auch fertig. Das heißt, den können wir auch umsetzen auf Feld 12. Aber dann können wir hier zum Feld 5, 6 und 7 fahren. Dem hier. So. Machen wir hier einen Gespann fertig. Unseren Abfahrer mit.
Und das kann aus. Follow me Mod. Oh, das passt. 30 Meter. Und dann fahren wir mal. Dann fahren wir mal. Also wir werden Stroh kriegen. Da weiß ich gar nicht, was wir da alles mitmachen können. Schön, da liegen die ersten Ballen. Wunderbar. Wir werden jetzt dann wahrscheinlich die ganze nächste Woche nur Ballen sammeln oder so. Nein, ich weiß es nicht. Wir müssen uns das mal anschauen. Ja, wir sind auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Ja, hier die Mehlfabrik muss auch mal wieder was zu tun kriegen, die Bäckerei muss zu tun kriegen. Alles, wenn wir geerntet haben. Wobei, dann ist ja auch schon wieder Aussaat angesagt und auch man kommt zu nichts. So. Man kommt zu nichts. Echt schlimm. So, follow me raus. Okay, Feld 5. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon Kurse für Feld 5 habe. Also, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal hier ankoppeln. Ausfahren. Jetzt gucken wir mal, haben wir für Feld 5 schon was? Also einen Ordner haben wir dafür noch nicht. Ne, haben wir noch gar nicht. Alles klar. So. Dann fangen wir mal hier oben gleich an. Erste haben wir hier. So. Jetzt machen wir mal einen Kurs. So. Feld 5. Startposition
Aktuelle Fahrzeugposition. Vorgewende. 4 Stück. Ja. Busgenerierung. Gut aus. Speichern. Und dann kann er losfahren. So, was wir nur machen müssen, ist jetzt. Wir müssen jetzt den Abfahrer auf den Weg bringen. Muss dem Abfahrer einen Kurs verpassen. Wir werden so viel Stroh haben. Wir werden die nächsten 20 Jahre keinen Strom mehr bestellen müssen. Was gibt's denn für Feld 6? Für Feld 6 Diesel. Hier gibt's noch gar nichts, alles klar. Dann zeichne ich jetzt gleich mal einen Kurs auf, was? Kursaufzeichnung beginnen. Ich mache jetzt was, was eigentlich unklug ist. Was ich trotzdem machen werde, oder? Ne, mache ich doch noch nicht. Ich fahre nachher noch einen Kurs ein, wenn wir hier oben das Hopfenfeld anfangen. Ach, wir haben ja auch noch den anderen Drescher auf Feld 9 stehen, der auf Feld 12 rüber soll. Da können wir uns eigentlich auch gleich mal drum kümmern. Kann ich mich auch gleich mal drum kümmern. Sieht's denn hier mit dem Hopfen aus? Im Moment scheint das ja. Wäre ja nichts beschreien, aber im Moment scheint das zu laufen. Ich sehe nichts. Genau, hier muss ich nämlich rein. Einmal durchfahren. So, gucken wir mal. Den Kurs fahren wir noch ein. Und dann war es das für diese Folge. Für diesen Sonntagmorgen, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann gucken wir mal. Ja, wenn die Brauerei voll ist, fahre ich natürlich auch was zur Mehlfabrik. Aber erstmal will ich die Brauerei abfüllen sozusagen. Damit die wieder schön Bier produzieren kann, damit wir richtig Kohle verdienen und uns noch mehr Felder kaufen können. Ich meine, wir haben ja noch 4,5 Millionen, wir können uns auch jetzt noch Felder kaufen.
Aber die Felder sollen natürlich was haben, was angepflanzt haben, was wir auch brauchen können. Ne? So, ich will auch immer mal die Collision Map ändern, aber im Moment noch nicht, weil es gibt wohl noch kein wirklich vernünftiges Update dafür. Und also der Fehler ist immer noch nicht behoben bei der Mischfutterfabrik mit der Kollision. Und im Moment habe ich auch überall Schwatt liegen und das will ich natürlich schon behalten. Ne? So. Feld 05. Brauerei. Speichern. So. Auf Feld 5 soll er jemanden finden. Und soll. Ja, dann gucken wir mal, ob er jetzt da hinterher fährt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar oder abonniert mich. Das würde mich tierisch freuen und noch mehr freuen würde mich das natürlich, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet zu einer weiteren Folge. In diesem Sinne sage ich Ciao!